Nun, eher spektabilis. Nun, das stellt die Sache in ein ganz neues Licht. Ja. Die Sentimentalität dahinter ist verständlich. Wir haben Agenten hineingeschickt in diese Schule und wahrlich unheilige Dinge entdeckt. Vor allem viele entstellte Leichname und Menschen, die noch keine Leichname waren, aber es lieber sein sollten. Nun, nach allem, was unsere Verbindungen in Mirham haben verlauten lassen, gebe ich zu bedenken, dass diese Schule wohl nach bestem Gewissen wirklich kein Teil der Schwarzen Gilde war. Nun, dennoch eine Akademie anzuzünden und dies vor einem Gildengericht zuzugeben, ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher. Ich denke, eine solche Magierschule, die nicht einmal in der Schwarzen Gilde Aufnahme finden konnte, ist ein solch grausiges Institut, das ist doch... Verzeiht. Es ist debattierbar, den Status als Akademie anzuerkennen für dieses Dämonenhaus. Es hat gleich viel die Möglichkeit an sich, den Ruf aller Gildenmagie großen Schaden anzutragen, wenn auch nur der Anschein nach außen dringen sollte, wir würden ein solches Haus schützen wollen. Nun, das ist wohl richtig. Dennoch muss ihr Recht gesprochen werden und ich glaube, selbst dazu Reglementierungen in unseren Statuten, nicht wahr? Eine Akademie einfach anzuzünden? Leider konnte ich keine Magier mitbringen von besagter Akademie, da sie alle nun einem Unfall zuteil wurden, wie es mir berichtet wurde. Welche Art von Unfall? Einer durchgeschnittenen Kehle. Ich würde dies bedauerlich nennen, aber... Nun, in dieser Tatsache müssen wir uns keine weiteren Gedanken machen. Das scheint profanes Werk gewesen zu sein. Und nun, ja und nein. Es war profanerweise, allerdings war es in der Nacht vor dem Vorfall, um den es in dieser Anklage geht. Hat es etwas mit dem Angeklagten, Herrn Jamorenus, zu tun? Das ist unklar. Wahrscheinlich eher nicht. Dennoch ist es zu bemerken, dass in der Nacht davor alle Magier, die in der Akademie anwesend waren, gestorben sind. Ich gebe zu bedenken, dass ich dies tatsächlich, wenn es sich um eine profane Tötung handelt und diese Magier, die ich gerade hergelegt habe, keine Gildenzugehörigkeit besaßen, nichts ist, womit sich dieses Gericht befassen sollte. Was denn? Sie konnten identifiziert werden. Sie kamen aus verschiedenen anderen Akademien. Ob sie immer noch Gildenmagier waren, fragwürdig. Dennoch gab es Mitglieder aus der weißen, grauen und schwarzen Gilde. Ich bin mir sicher, wir werden eine posthume Expurgatio vornehmen können. Das wäre zu begrüßen, ja. Jo, spektabilis, wenn ich anmerken darf. Vielleicht sollten wir Magister Cosma befragen, was genau unsere Statuten besagen. Ja, ich denke, das ist sinnvoll. Nun, das Gericht hat sich beraten. Wir tagen nun weiter und würden gerne den ersten Zeugen als Sachverständigen den Magister Cosma Arauen bitten. Ja, der Gerichtsdiener bittet dann den Sachverständigen Cosma dazu, der dann eben auch auf seinem Stab gestützt nach und nach dann eintritt und wird dann ebenso Platz nehmen auf der Zeugenbank. Herr Cosma, Sie sind als Sachverständiger und Magister Magnus Theoreticus heute zu diesem Prozess geladen, um Auskunft zu geben hinsichtlich unserer Statuten und des Codex Albiricus im Speziellen. Im Verlauf des Prozesses hat es sich ergeben, dass der Angeklagte, Herr Jamorenus, offensichtlich mit dem herbeigerufenen Feuerelementarwesen nicht nur die Vernichtung dieses Waisenhauses oder der Spielhölle, wie er es genannt hat, sondern auch der Schule der Schmerzen intendiert hatte.
In den Prozessakten steht, dass es sich dabei um ein Waisenhaus gehandelt hat. Das ist nicht der Punkt der Befragung, um den es gerade geht. Vergiss das. Nun, dann möchte ich selbstverständlich aus dem Hesinde-Spiegel zitieren, und zwar den Erlass von Kaiser Boda im Jahre 794 nach Bosbarans Fall. Jegliche Beschwörung von Kreaturen sei einem einfachen Magus auf anderem Zauberkundig verboten. Wer in Stadt und Land ein solches Wesen beschwöre, der büße für diese Tat mit der Enteignung aller Güter, Niederlegung aller Ämter, Würden und der Verbannung aus der Heimatstadt. Er schaut dich an. Es geht um Beschwörung. Wie wir schon festgestellt haben, ist eine Elementar eine Anrufung. Insofern zählt dieser Paragraph nicht. Nun, da hat er recht. Nun, wie ich ausführen wollte, ist Schaden entstanden. Es geht um die Schwarzmagier-Akademie in El Burro. Bitte, für das Protokoll sei darauf hingewiesen, dass diese Akademie keine Verbindung zur Schwarzen Gilde hält. Sie übt schwarze Magie aus, gehört allerdings nicht zu der Bruderschaft der Schwarzen Hand. Das ist ein Unterschied. Ist es. Ich sei im Protokoll, wie gesagt, noch einmal deutlich gemacht. Ich möchte hinzufügen zum Protokoll, diese Akademie dient der unheiligen Beschwörung von Dämonen und ist in der Tat verrufen für ihre Anrufung der Dämonen, dieses Dämonenstatus, ihr wisst schon, der Blutdurst in Ekstase. Die Akademie war dafür da, um Folter zu erforschen und Heilung auf die unheiligste Weise. Zu diesem Zweck wurde aber besonders ein Schrein der blutdürstigen Verderberin. Dürfte ich eine Frage stellen? Weil davon hatte ich auch noch nicht gehört. Ich eine Frage stellen? Herr Morelis, also der Befehl war, diese Akademie niederzubrennen, richtig? Exakt. Habt ihr euch vorher versichert, dass diese Akademie geräumt ist von den neuen Kräften, die sie ja besetzt hat, nachdem die alten Kräfte dort vertrieben wurden von euch? Zu diesem Zeitpunkt war keiner der Bediensteten oder Untertanen der Königin zutage. Und lediglich die verdorbenen Geschöpfe und Diener der Akademie. Und das wisst ihr, weil ihr das persönlich überprüft habt? Nun, zu diesem Zeitpunkt waren die Truppen der neuen Statthalterin noch nicht. Spektabilitas Fikern fahren, ich würde gerne fortführen. Bitte. Ich möchte diese Unterbrechung im Protokoll vermerkt sehen. Diese Unterbrechung wird vermerkt. Er schaut aber einmal sehr wütend den Grollmann und dann auch Abelmir. Man sollte doch etwas mehr auf Höflichkeit Wert legen, vor allem auf den Kodex. Wenn ein Magister Magnus Theoreticus spricht, sollte er nicht unterbrochen werden. Ich wollte gerade damit ausführen. Bitte. Er zieht jetzt aus seiner Tasche einen Zwicker und setzt ihn auf. Er ist wohl ziemlich kurzsichtig, damit er dann wohl Abelmir besser erkennen kann. Zunächst die Schule der Schmerzen, korrekt genannt Magisches Institut zum Studium des sterblichen Leibes und des ewigen Schmerzes, gegründet zu Elburum und zu Ehren der Herren der blutigen Ekstase. Dies ist der korrekte Name. Er mag unangenehm erscheinen, aber er soll so einmal zumindest erwähnt worden sein im Protokoll. Immerhin ist dies auch dann Verhandlungsgegenstand. Es ist korrekt, dass sie gildenlos ist, da sie erst 1022 gegründet worden ist und erst seit kurzem dann aufgelöst worden ist. Auch dies sei im Protokoll zu vermerken. Schaut aber einmal den Gerichtsschreiber an, beziehungsweise den Gerichtsdiener Punenio, der hier wohl das Mädchen für alles ist. Also, es mag dabei wohl keine Strafe sein, wenn man ein solches Gebäude angreift. Ebenso ist es kein Verbrechen, wenn man sich nach Yol'Gurmak begibt, beziehungsweise die ehemalige Stadt Ysilia und dort dann die Magierakademie von Yol'Gurmak angreift. Auch dies kann nicht geahndet werden. Sie ist gildenlos und dementsprechend nicht Gegenstand entweder der Grauen Gilde des Geistes oder aber der Bruderschaft der Schwarzen Hand. Allerdings würde mich hier, auch wenn ich nur als Sachverständiger auftrete, wohl sehr interessieren, woher Adeptus Major Jamorenes diese Djinnenrufformel hat.
Sowohl Betana als auch Punin lehrt sie nicht. Wer hat euch also diese Gilde, diesen Spruch Theses beigebracht? Nun, es war ein guter Freund, ein guter Bekannter, der Erzmagier von Rashtul persönlich. Dabei schaut er einmal zu dem anderen Sachverständigen Jakoban Ben Hasrabal und rückt ihn ebenso. Nicht Hasrabal, es war Jelef Ibn Yasafa. Den Namen habe ich wohl verstanden. Habt ihr einen Dispens von der grauen oder der weißen Gilde bekommen für diese Thesis? Nein. Ihr lernt also bei anderen Magiern ohne einen Dispens. In der Tat, mir war nicht bewusst, dass man einen Dispens braucht, um eine Zauberformel zu lernen. Wo steht dies bitte im Codex Albiricus? Nun, nach den Regeln des Sinnesspiegels, fürstliche Stadtverordnung von Havena 701 nach Prosperans Fall. Ich sagte, das wo steht das? Steht das im Codex Albiricus? Dies ist eingetragen im Codex Albiricus. Die Havena-Protokolle. Das ist albern. Das Gericht möchte alle Beteiligten nichtsdestotrotz daran erinnern, dass dies hier eine Gildenverhandlung ist. Band 7, Seite 74. Nichtsdestotrotz ist es albern, ein Dispens für eine neue Formel zu benötigen. Darüber wird nicht diskutiert. Habt ihr diesen Elementar denn mit Blut herbeigerufen? Natürlich nicht. Gut, gut. Verzeiht, dass ich mir als Sachverständiger diese Anschuldigung habe herausgenommen. Halt doch bitte mit der Beantwortung der Frage, Paut. Es ist nicht strafbar, dass er mit dem Djinnenruf Feuer in einer nicht der Gilde zugehörigen Magierakademie erzeugt. Hab Dank für eure klärenden Worte. Adeptus, hat die Verteidigung Fragen an den Sachverständigen? Nun, würdet ihr besagen, dass eine zwölfgötterfällige Tat war, dieses Unheiligtum und die Akademie zu vernichten? Sie war vielleicht nicht ganz sehr sindegefällig, dabei schaut er mal rüber zu den Drakonitern, wohl aber sehr raja-gefällig. Das war nicht meine Frage. War es eine zwölfgöttergefällige Tat? Ich bin Sachverständiger und werde eure Fragen nicht beantworten müssen. Das Gericht hat mich aufgefordert, euch eine Frage zu stellen, und dies tat ich. Bitte, Adeptus, haltet eure Fragen im Rahmen des Sachlichen. Wie ich bereits erwähnte, sind wir nicht hier, um theologische Sachverhalte darzulegen. Nun, dann möchte ich nochmal einmal klarstellen, dass diese Schule der Schmerzen den Namen einer Erzdämonen im Namen führt. Fürs Protokoll. Im Protokoll bereits vermerkt durch die Ausführungen von Magister Magnus Theoreticus Iron Cosma. Ich habe keine weiteren Fragen. Magister Magnus, ihr werdet damit vorerst entlassen. Bitte haltet euch weiter auf. Wir können eure Expertise sicherlich ein anderes Mal brauchen. Passt euch denn nicht kurz. Nun, als nächstes schlage ich vor, dass wir die entsprechende Wesenheit selbst befragen. Herr Ben Hasrabal, wer hier soweit? Ja, Jamyra vom Flammenden Berg zu rufen? Natürlich. Werter Sahib Jamorinis, ihr kommt, zeigt mir, wo ihr den wahren Namen niedergeschrieben habt, damit es schnell und einfach geht. Natürlich fehlt euch bei der entsprechenden Vorbereitung gern zur Hand gehen. Er ist dazu selbst in der Lage. Wir wollen ja nicht, dass das Ergebnis verfälscht wird. Nun, er braucht doch die genaue Vorgehensweise, die ich damals anwendete, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen, nicht wahr? Demonstriert sie ihm, sodass er sich selbst als Sachverständiger seinen Reim darauf machen kann. Nun, dann will ich ihm genau sagen, was ich damals tat. Er kann natürlich selber fortfahren, wie er beliebt. Ja, er nimmt die Finger einmal in den Mund, pfeift einmal laut und so ein Sklavenjunge kommt hereingeschnellt mit einem großen Rucksack hinten drauf, in dem all seine vorbereiteten Benadia drin sind. Also gut, hier, sucht raus, was ihr braucht.
Ja, ich suche mir die Sachen entsprechend raus. Vielleicht sollten wir die Anrufung in einem geeigneten Raum durchführen, nicht hier in diesem, nun ja, Holzhaus. Das Beste wäre wohl, wenn wir direkt in einen Garten gehen. Wie ihr wünscht. Um dem Humus nahe zu sein. Komm. Ist dies wirklich eine Notwendigkeit? Nee, bitte, Martin, es dauert nicht lange. Es wird keinen Unterschied machen, dennoch ist es ein gutes Recht. Und uns wird es vielleicht etwas mehr Einsicht. Naja. Savo wird einmal einen Schritt nach vorne treten, nicken. Ich kann natürlich den Garten und den Tempel der Hesinde anbieten, wenn dies gewünscht wird. Na, der Feuerwagen. Hab Dank. Damit könnt ihr euch allesamt erheben und die Räumlichkeiten des Odriel, des Ordo Defensores Lecturia verlassen. Boronio, bring den Stuhl mit, wir werden ihn brauchen. Ja, so könnt ihr im Theaterviertel in Richtung Norden gehen, an der großen, am großen Pentagrammaton der Magierakademie aus Fupuni dann vorbei, bis ihr dann in den großen Tempel der Hesinde einbiegt, beziehungsweise daran vorbei. Es gibt da hier so ein kleines Labyrinth, einen großen Heckengarten und dann steht ihr in dem Garten mit einem großen See. Ihr könnt noch erkennen den großen Boron-Tempel und natürlich auch den Palast von Selindian Hal, wo ihr euch dann hinstellt. Savo Yitzkok vom See, der Drakoniter, steht dann dort, wird dann das Gelände nach und nach abriegeln, absperren, noch einige andere Besucher dann wegschicken und dann direkt aus dem Park dann auch drängen. Das würde er dann natürlich mit der gebotenen Höflichkeit machen. Einige andere interessierte Eleven, Akoluten der Hesindekirche, der Nanduskirche werden sich dazustellen. Können wohl auch noch einige skeptische Puniner Boron-Geweihten erkennen, die dann mit ihren schwarzen Roben dort stehen. Und einige Theaterschauspieler, die dann hinter der Absperrung stehen, weil das Theater dann eben so ein bisschen über diese Absperrung dann auch ragt. Und dann an den Zäunen vorbei werdet ihr von noch mehr Augen beobachtet. Meine Herren, ich bitte Sie, entsprechend Abstand zu nehmen. Wir wissen nicht, wie diese Wesenheit reagiert, wenn sie Herrn Yamorenes erneut sieht. Nun, Herr Ben Hasrabal, würden Sie zur Tat schreiten? Sahib Yamorenes, komm. Malt das Pentagramm auf und ich kann euch zeigen, was ihr falsch gemacht habt. Gern. Ja, ich tue dann das Pentagramm so zeichnen, wie ich es damals gemacht habe, und auch die Donaria und Paraphernalia so verteilen, wie ich es damals ausgeführt habe. Mal eine Zeichenprobe. Okay. Und dann kannst du mir gleich hinterher die Djinnenbeschwörung bzw. Elementarbeschwörung geben. Wollte das nicht Jakoban machen? Ja, das sollte Jakoban machen. Das wollte ich ja kommen. Genau, aber du solltest ihm trotzdem erklären, wie du es gemacht hast, weil du es angeboten hast. Deshalb wäre es schon sinnvoll, dass du die Probe würfelst. Okay. Dann lass mich kurz überlegen. Mit der genauen Erschwernis oder einfach die Probe werfen? Einfach eine Probe werfen. Gut. Genau, ist eine Theorieprobe. Da kannst du jetzt keine Erleichterung oder sowas dir organisieren. Djinnruf und elementare Macht. Zauberer durch ewige Kraft. Ja, du bist natürlich noch ein bisschen komplett verunsichert von dem Abgang von Lando Gerano, der Spektabilität aus Betana, dann, dass Isarun da mit hochrotem Kopf steht, Arme verschränkt, Kopf schüttelnd und Jakoban steht da wohl auch, dem geht das auch wohl wieder nicht schnell genug, du kannst dann auch den Zorn im Blick von Sword and Irelion erkennen, aber am Ende nickt Hasrabal wohl. Zieh mal 5 Punkte ab. Ich hab eigentlich bloß 10 Punkte, ZFW, nicht 15. Ich weiß nicht, ob 15 dran stehen. Keine Ahnung. Das sind nur 9. Eine gute Grundtechnik, aber das Pentagramm ist nicht gut gezeichnet. Hier. Dort müsst ihr diese Siegel hinzufügen und dieses Zeichen, dieser Strich muss viel gerader sein. Das muss noch geübt werden. Aber ansonsten adäquat für einen Anfänger. Lasst mich jetzt mal zeigen, wie es wirklich geht.
Ja, damit trägt dann auch Asavo Yitzgok vom großen See eine große Feuerschale herbei. Das ist das Letzte, was noch gefehlt hat. Sonst wäre natürlich auch der Djinn schon erschienen. Aber so mit der richtigen Essenz, die ihr dann natürlich auch braucht, das Feuer. Könnt ihr dann das Kohlebecken heranstellen in die Mitte und so beginnt die wahre Djinn-Beschwörung. Also stellt er sich dann hin, nickt noch einmal zufrieden und intoniert dann Yaimira Jinim Aira Samchara. Und dann erscheint der Djinn. Wieder einmal bröckelt die Kohle im Becken, einige Flammen, die nach oben zucken, die nach oben lecken, die Luft verdrängen, es wird warmer, wärmer, prickelnder und nach erscheint eine Gestalt, die aus Kohle, aus Feuer und aus Glut besteht, vulkanheiß. Und dann könnt ihr das wohlige, warme Prickeln ihrer Stimme vernehmen. Ich bin Shadu Jahira vom flammenden Berg. Was verlangt ihr von mir? Was wünscht ihr? Ich bin Yakuban Ben Hadrabal. Ich habe dich gerufen, dass du Fragen beantwortest bezüglich dieses Magiers, welchen Wunsch er dir gestellt hat. Eine einfache Beratung. So soll es sein. Wie ihr. Hasser. Öffne wieder. Ich danke dir für diesen Dienst. Du bist unerwürdig. Leide. Tod am Leben. Ja, und während die Robe von dem Thulamiden Yakuban Ben Hasrabal am Saum so ein bisschen anfängt zu glühen und die ersten Flammen an deiner Robe emporlecken, er sich aber wohl gar nicht darum kümmert. Schutzzeichen aktivieren und gegen die Flammen schützen. Genau das. Könnt ihr hören, wie Chamu Chahira mit eigener Stimme spricht, aber die Worte von Abel mir wiederholt? Ich möchte, dass ihr dort in diesen Raum geht. Dort gibt es verborgenes Gold. Verbrennt diesen Raum und verbrennt die ganze Akademie. Ich würde mich mal zu dem Vorgesetzten rüberbeugen. Könnt ihr eine Frage stellen? Und zwar, ob der werte Elementar sich losgerissen hat, so wie Herr Morenes es behauptet, oder ob der Elementar genau gemacht hat, was Herr Morenes ihm gesagt hat? Legitime Frage stattgegeben. Herr Ben Hasrabal, würden Sie die Frage dem Elementarwesen stellen? Sie haben es immerhin beschworen. Sagt mir, Jean, nachdem euch dieser Wunsch gestellt wurde, was ist dann geschehen? Ich drang dort in diesen Raum ein. Ich begann den Kampf und wurde vertrieben. Shamu Jahira wird nicht beschworen. Shamu Jahira wird herbeigerufen. Nun, Herr Ben Hasrabal, vielleicht sollten Sie die Frage etwas diffiziler stellen. Werte Shamu Jahira, hat sich euer noch feuriges Temperament von dem Wunsch Herrn Yamorenes fortgerissen oder habt ihr genau seinem Wunsch Folge getragen? Ich erfolge seinen Wunsch. Die Herbeirufung war perfekt. Er wollte euch. Ich hasse das. Aber ich erfolge seinen Wunsch. Hab Dank für eure warmen Worte. Gibt es weitere Fragen von den beteiligten Beisitzern? Ich hätte eine Frage. Und zwar, die werte Elementarin, wenn diese in der Akademie sich Menschen befunden hätten, hätte sie diese mit verbrannt? Oder hat Herr Morenes sich vorher abgesichert, dass sie so etwas nicht tun würde? Verbrennt diesen Raum und verbrennt die ganze Akademie. Darf ich das als meine Antwort werten? Weil das klingt so, als hätte sich nicht dagegen abgesichert. Einspruch. Stattgegeben. Bitte, Herr Morenes. Nun, das ist eine rhetorische Frage, die auf meine Schulden zielt. Sie war zielgerichtet. Das ist keine neutrale Frage. Ich frage den Elementar, ob ihr euch darum gekümmert habt, ob da Leute sind das in der Akademie. Das konnte er nicht wissen.
Aber er weiß, ob ihr ihm gesagt habt, dass er dort vor Ort keine Leute töten soll. Ich habe ihm Befehl, die Ackerling zu verbrennen. Nichts weiter. Werte Elementardame, wenn ich so freundlich fragen dürfte, wenn jemand sich in der Akademie befunden hätte, hättet ihr den mitverbrannt nach Herrn Morinis Befehl oder hättet ihr diese Leute nach draußen eskortiert und dann die Akademie verbrannt? Das Wesen des Feuers auf draußen schreit lustig. Feuerreck, Chaos, Verdichtung und steht wild, ungezügelt, aggressiv, gefährlich. Die genauen Wortlaute waren also die ganze Akademie, nicht wahr? Verbrennt diesen Raum und verbrennt die ganze Akademie. Gut. Nun, das ist reichlich. Und hinreichend, genau. Ich denke, es gibt an dieser Stelle keine weiteren Fragen. Nein? Nicht an den Geisten, nein. Dann, Jakoban den Hasrabal, entlasst sie aus dem Dienst. Sehr gut, sehr gut. Euer Dienst ist erfüllt. Ich danke euch. Ich habe den Magier Mogul von Karan gedient. Und so schickt er mich weg. Sie wächst auf, wird so riesig wütend. Ihr könnt sehen, wie die Feuerschale unter ihr jetzt anfängt, so ein bisschen weiß zu glühen, obwohl sie aus Eisen besteht, leicht schmilzt und dann vergeht Shamuja hier da. Ehrlich, feures Temperament. Er verabschiedet sie mit den Worten: Ich werde dich wieder rufen, wenn deine Dienste benötigt werden. Eine sehr aufbrausende Persönlichkeit, dieser Geist. Witzig, durchaus. Nur sehr aufregend. Nichtsdestotrotz hat sich herausgestellt, dass ihr aber hier nicht die Wahrheit gesprochen hattet. Sie hat sich losgerissen. Nun, sie wurde vernichtet. Das konnte ich nicht sehen. Ich war nicht dabei, als sie vernichtet wurde. Darum geht es nicht. Ihr habt uns gegenüber postuliert, dass sich der Geist aus eigenem Antrieb losgerissen hätte. Dies vermute ich in der Tat, ja. Nun, wie mir scheint, ist dem nun nicht so. Und offensichtlich haben wir euch einer, wenn auch vielleicht, nicht intendierten Lüge überführt. Jo, spektabilis. Ist es nicht angemessener, die weitere Verhandlung wieder in den Gerichtssaal zu verlegen? Wo wir alle und nicht nur ich sitzen können. Das möchte ich auch meinen, wird Sir Cosma entschieden nicken. Wir sind hier immerhin nicht in Gerasim oder in Belhanka. Und vielleicht legen wir noch eine kurze Prozesspause ein. Ich lasse Boronio ein paar Kehrstörtchen herbeibringen. Nun, wenn das ein Seitenhieb auf mein Erbe ist, mir ist durchaus bewusst, wo wir hier sind. Aber danke für diese klärenden Worte. Vielleicht solltet ihr dorthin wieder zurückkehren, auf Wanderschaft gehen. Mit dem größten Respekt. Nun, ein andermal vielleicht. Zeit ist für unser Eins ja relativ.